Kurz noch Zeit für ein Gruppenbild mit Dame und schon ging es für den ehemaligen Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden der baden-württembergischen CDU in den mit rund 1200 Gästen besetzten Hegelsaal der Stuttgarter Liederhalle. Als EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft machte Oettinger gleich zu Beginn seines Vortrags deutlich, auf was es in Zeiten der digitalen Revolution ankäme. Also in diesem Jahr in der Volksschule nicht Bonsai-Kurs und Bauchtanzkurs, sondern digitaler Kurs. Und dann starten wir den Wettbewerb im Vereinigten Staaten. Oettinger warnte davor, die starke deutsche Volkswirtschaft durch die aus seiner Sicht falschen politischen Akzente zu schwächen. Wir stehen in einem knallharten Wettbewerb, den man mit Müllerrente und Rente mit 63 nicht gewinnen kann. Wir müssen mit der Rente mit 70 sprechen. Und das Thema Qualifikation. Zudem sei man gerade in Sachen digitaler Datensicherheit noch immer nicht sensibel genug. Auf Dauer gerate man so gegenüber der Konkurrenz am Markt immer mehr ins Hintertreffen. Jeden Tag könnten beispielsweise amerikanische Firmen aus gestohlenen Daten Geschäftsmodelle entwickeln. So würden etwa in Irland Daten abgegriffen, in den USA verkauft und so deutsches Datenschutzrecht ausgehöhlt. Eine Herausforderung, der es sich auf EU-Ebene zu stellen gilt. Aber eine digitale Infrastruktur mit Quantität und Kapazität haben wir längst nicht. Und es macht nur flächendeckend und paneuropäisch. Um im Wettbewerb zu bestehen, wurde inzwischen ein Strategiepapier der EU-Kommission verabschiedet. Gute Vorsätze, die sich jetzt in der Praxis beweisen müssen.